So, kommen wir jetzt also zu nunmehr vierten Daily, die wir hier zusammen spielen werden. Ja, habe jetzt hier kurz vergessen, die Daily zu zeigen. Unsere Daily Quest heute ist Rogue or Warrior Victory. Unsere Aufgabe dabei wird sein, zwei Games mit dem Rogue oder dem Warrior zu gewinnen. Ich gucke jetzt mal hier, was meine Decks sagen. Okay, ich habe fertiges Warrior Deck, was ich hier jetzt direkt nehmen werde. Spiele auch hier wieder in Unranked, um die Quest schnell fertig zu kriegen. Außerdem finde ich, dass ich mein Ranking, ich bin froh, dass ich überhaupt bis dahin gekommen bin, wo ich jetzt gerade bin, dass ich mein Ranking nicht weiter runterspielen sollte, beziehungsweise das mit den Dailies versuchen sollte. Ich werde, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auch eine zweite Serie machen mit Let's Play Ranked, wo ich dann einfach nur Ranked-Matches spiele und eventuell auch bald ein paar lustige Arena-Runden, wo ich mir eben selber irgendwelche Ziele setze oder mir von einem Freund ein Deck zusammenstellen lasse, was möglichst schlecht ist oder wo man oder was möglichst gut ist und dann einfach mal damit spielen. Ich weiß, sowas gibt es schon, solche Formate, aber das ist immer wieder ganz lustig und ja. So können wir spielen. Okay. Ich habe jetzt einen Mountain Giant, den ich erstmal behalte, weil ich den Coin habe. Die Darkscale Healerin brauche ich auf keinen Fall, den Bloodsail Raider. Der wird ganz gut, dadurch, dass ich, wenn ich den Mountain Giant raus habe, genug Mana habe, um eine schnelle Kombination hier zu machen, falls ich einen Arcanine Reaper ziehe und den Bloodsail Raider mit möglichst viel Schaden spielen kann. Den Faceless Manipulator behalte ich mir auch erstmal ein bisschen länger, einfach weil ich die teure Karte brauche. Und falls der Warlock schon eine starke Karte spielt, habe ich den Faceless Manipulator immer noch, um etwas zu kontern. Ah ja, ziehe jetzt hier auch gleich Rampage. Schöne Karte eigentlich, wenn ich den Mountain Giant recht früh rauskriege. Ja, wenn ich den Mountain Giant eben recht früh rauskriege. In Runde 5 sollte ich das schaffen. Dann profitiere ich davon, weil ich ihn dann wieder hochheilen kann, falls nötig. Ja, da ich eben hier eben Karten auf Hand halten will, benutze ich natürlich nur erstmal mein Armor Up. Und sehe zu, dass ich darüber dann möglichst viel Anfangsschaden vermeide. Und ja. Recht solides Spiel. Hab jetzt hier noch Mana, den Whirlwind. Benutze einfach jetzt lediglich nicht mal das Token und kann dann in der nächsten Runde erstmal ohne Bedenken den Mountain Giant spielen. Den kann er mir zwar wieder recht schnell wegnehmen, falls er Zerstörungszauber hat, aber ich habe erstmal eine recht starke Einheit auf dem Feld. Ziehe jetzt leider keine Waffe, mit der ich unseren Bloodsail Raider hier verstärken könnte, aber. Ich müsste noch 3, 4, 5 Waffen im Deck haben, von denen ich dann im späteren Verlauf auch profitieren kann. So, jetzt ist es soweit. Ich kann den Mountain Giant bringen. Und habe hier eine recht starke Kreatur draußen. Vierte Runde, 8-8. Kann man definitiv nicht meckern. Schade ist es jetzt natürlich, wenn er direkt einen Zerstörungszauber hat. Für 5 Mana kann das schon der Fall sein. Aber wir sind jetzt auch noch nicht in der Situation, dass wir hier irgendwie schon großartig zurückgeworfen wären und im Nachteil wären. Weshalb das Ganze erstmal kein Problem darstellt. Meine nächste Runde wird jetzt darin bestehen, seinen Mana Addict, beziehungsweise, nee, den konnte ich jetzt nicht, aber seinen Mana Addict, den hole ich mir jetzt nicht mit dem Faceless Manipulator. Aber angreifen oder zerstören werde ich sein Mana Addict auf jeden Fall, weil er einfach im späteren Verlauf ziemlich stark werden kann, wenn hier zwei, drei Zauber in einer Runde kommen. Und kann ihn dann hier auch direkt angreifen. Ja, unser Gegner hat auch direkt zu viele Karten aufgezogen mit seinem Sense Demons. Oh, ja, hatte jetzt hier eine Siphon Soul. Hatte seine Hand aber schon recht vollgezogen. Was ich jetzt einfach mache, ist, ich spiele einen Silverhand Knight und coine dann eine Rampage, um hier noch ein bisschen zusätzlichen Schaden
auf meinen hier meine Einheit mit Charge zu kriegen, den Cochrane Elite, und weiter ein bisschen Schaden zu machen. Ich muss jetzt ein bisschen darauf achten, dass ich auch bald einen Tank rauskriege, damit ich meine Minions hier am Leben halte. Wenn ich in Runde 9 komme, habe ich immer noch die Oni, die ich hier spielen kann. Ja, krieg jetzt hier von der Iron Beak, von dem Iron Beak Owl, von Iron Beak Owl in Silence gedrückt. Verliere jetzt hier auch im Zuge dessen einen Großteil meiner Minions. Kann hier jetzt aber mit der Dark Scale Healerin meinen Silver Knight Hand wieder hochheilen. Hab noch genug Armor fürs Mana fürs Armor ab. Kann ich hier verwenden, um mir nochmal zwei Armor zu machen und dann wieder direkt angreifen. Der Vorteil, den ich jetzt habe, ist, dass ich meinen Silverhand Knight auf jeden Fall nächste Runde noch mit Rampage hochbuffen könnte. Okay, der wird hier getötet. Schade drum. Ich habe nach wie vor den Faceless Manipulator, falls eine starke Karte kommt. Ich habe noch einen Tank. Ich habe noch einen Whirlwind, falls billige Einheiten kommen. Okay, ja, ich verliere hier wieder komplett die Board Control. Alles von mir wird getötet. Kann jetzt allerdings einen Fang Creeper rauswerfen, recht starke Taunt-Einheit, und mir wieder meinen Armor abgeben. Und habe somit eben nach wie vor ein gutes Maß an HP. Ja, hier wird wieder Sif and Soul gezogen, mein Minion wird wieder getötet. Bin ich irgendwie ihm gar nicht böse drüber, weil er jetzt so viel Control-Zauber rausgehauen hat, dass ich es jetzt einfach direkt mal mit einer Oni versuche. Was hier jetzt kommen könnte, wäre direkt wieder ein Hellfire. Selbst wenn ein Hellfire spielt, habe ich immer noch die Rampage, mit der ich meine Minions direkt hochbuffen kann. Oder für Nether Hole oder Nether Blast hätte er auch genug Mana, alles klar. Ich habe jetzt hier gewonnen. Direkt die erste Runde zu Ende. So schnell kann es gehen. Kommen wir direkt zur zweiten. Heute werde ich es mal wieder so machen, dass ich am Stück aufnehme. Einfach aus dem Grund, weil es so eine Mini-Quest ist. Die zwei Spiele zu machen, das dauert nicht länger als vielleicht 20 Minuten. Oder vielleicht eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel ich jetzt noch verliere natürlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für mich, hier die Zeit zu nutzen und das Video ein bisschen länger zu machen. Okay, gucken wir uns unsere Karten an. Wir haben sehr gute Karten. Battle Rage können wir am Anfang leider nicht so viel von profitieren, weil wir erstmal angeschlagene Minions haben müssen. Behalten wir aber trotzdem, weil es ein solider Card Draw ist. Der Loot Hoarder gilt das gleiche. Solider Card Draw können wir früh spielen, coinen eventuell sogar, wenn wir noch ein zweites 2-2er Minion spielen. Den Sunwalker. Ja, den möchte ich hier nicht gerne behalten, einfach aus dem Grund, dass ich gegen den gleichen Warlock spiele wie eben. Und ich kann mir sein Deck jetzt schon einigermaßen vorstellen. Er hat viele Control-Zauber, könnte hier mit dem Sunwalker, wenn er die Sif and Soul hätte, direkt rausnehmen. Ich hätte nichts von dem Divine Shield. Den Cochrane Elite behalte ich allerdings, weil ich damit einfach in der vierten Runde recht guten Schaden machen kann. Ja, werde jetzt werde jetzt hier nicht coinen, einfach aus dem Grund, weil ich keine andere 2-2er-Einheit hätte, die ich dann spielen könnte. Ja, Runde fängt genauso an wie gerade eben. Da kommt ein Mana Addict und das war's. Ich ziehe jetzt eben nur den Loot Hoarder. Würde gerne wünschen, dass er mir den kaputt haut. Einfach aus dem Grund, dass ich dann eine Karte ziehe, die mir ich eventuell ein bisschen aus meiner Misere rausholt mit den teuren Karten. Ich kann die nächste Runde aber auch auf jeden Fall coinen. Insofern ist das kein Problem. Ja, werde ich jetzt auch direkt machen. Coin den Cochrane Elite spielen. Behalte mir hier meinen Loot Hoarder und klau ihm wieder sein Mana Edikt. Wie schon in der Runde zuvor. Ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen Ironie, dass ich direkt auf den gleichen Gegner wieder treffe, den ich gerade eben besiegt habe. Kann man aber nichts dran ändern. Sag ich mal. Ja. Krieg jetzt hier direkt einen Demon Fire ab. Minion wird getötet. Schade für den Cochrane Elite. Recht starke Einheit. Ja, kann jetzt hier auch keinen einzigen Zauber benutzen.
Weil mein Loot-Holder leider keinen Schaden kriegen kann. Beziehungsweise, wenn er Schaden kriegt, ist er direkt tot. Hab aber auf jeden Fall schon mal, dadurch, dass er mir ein bisschen Schaden wenigstens gemacht hat, durch den Battle Rage eine Karte, die ich ziehe. Weil in dem Battle Rage zählt auch der Held mit rein. Krieg jetzt hier mit Drain Life meinen Loot-Holder genommen. Ich weiß, dass er nicht so viele Minions hat. Insofern brauche ich hier mich vor nichts fürchten. Ich weiß jetzt, wenn ich den Mountain Giant spiele, werde ich das direkt wieder bereuen. Da wird jetzt gleich direkt wieder eine Siphon Soul kommen, gehe ich mal von aus. Aber ich möchte jetzt auch nicht ewig lange warten, bis ich hier Karten spiele. Okay, ein Ancient Watcher. Den könnte er jetzt direkt silenzen. Nee, er gibt ihm Power Overwhelming. Okay. Und tötet ihn mit Void Terror. Alles klar. Schade für ihn leider, weil ich nach wie vor einen Spellbreaker auf der Hand habe. Und ihm den jetzt wieder wegsilence. Anschließend töte ich die Einheit natürlich direkt mit meinem Mountain Giant. Hochbuffen tue ich den jetzt allerdings nicht, weil ich nach wie vor nicht weiß, ob er hier Control-Zauber hat. Und gibt mir lediglich nochmal ein bisschen zusätzliche Rüstung hier. Ja. Im Moment habe ich eine recht starke Hand. Ich könnte mit dem Gadgetzian-Auktionär eine bedeutende Summe an Karten aufziehen. Wenn ich den ins Spiel und Battle Rage, würde ich schon auf jeden Fall drei Karten instant ziehen. Recht viel für einen Zug. Ich habe mit der Darkscale-Healerin die Möglichkeit, meinen Mountain Giant voll zu heilen. Ziehe jetzt hier noch einen Leper-Gnome. Kann aber meinen Mana recht effektiv ausnutzen, wenn ich den Wargolem spiele, der hier für 7 Mana 7-7 liefert, was eigentlich recht solide Stats sind. Man sagt immer, dass das Doppelte an, also wenn die Einheit keine Effekte hat, das Doppelte an Stats vorhanden sein soll, wie die Kreatur kostet. Also für 7 wären das eben 14. Wir haben ja 7 Verteidigung, 7 Angriff, was hier als Stats reinzählen würde, was dann wiederum 14-14 ist. Man sollte allerdings, beziehungsweise insgesamt 14 ist, man sollte allerdings eine Ausgewogenheit, also möglichst ausgewogen spielen in Bezug auf Items oder Helden oder Kreaturen, die viel Leben haben und eben solchen, die nicht ganz so viel HP mit sich bringen. Was ich jetzt einfach mache, ist, dass ich mir den Gadgetzian Auktionär spiele. Und auch dann eben, wie gesagt, eben drei Karten aufziehe und einfach einmal mit dem Mountain Giant angreife, um mir noch zusätzlichen Schaden anzurichten. Und dann hat sich die Runde für mich erledigt. Zurzeit habe ich 3, 6, 8 Karten auf der Hand. Wenn ich jetzt noch ziehe, 9. Wenn ich dann den Shield Block nehme, 10. Ja, kriege jetzt hier direkt eine Hellfire gedrückt. Verliere also wieder einige Einheiten auf dem Feld. Wenn er jetzt nicht alles coint, habe ich oder alles tötet, habe ich nächste Runde in jedem Fall gewonnen, weil ich noch zweimal Rampage habe und eben meinen Arcanite Reaper, mit dem ich dann insgesamt 3, 6, 14 zuzüglich 5 und das hat sich dann soweit jetzt erledigt. Hier ist. Okay. Nach dem Well Played Call gibt er schon auf. Haben jetzt auch direkt die zweite Runde erledigt. Möchte eventuell gleich noch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich noch ein Let's Play Against Friends dranhängen. Vorteil ist jetzt eben, dass ich die 130 Gold habe. Also seht ihr noch, wie ich ein Package öffne. Da ich im Moment einfach lieber Karten haben möchte, investiere ich hier auf jeden Fall in die Packages. Ich werde auch jetzt bald ein Card Opening machen. Okay, hier ist noch eine Epic, ne, eine Rare, Flare. Okay, die Karte habe ich noch gar nicht. Werde mir jetzt bald einen Stapel Packages kaufen und dann eben Package Opening machen. Ja, 15 Packages klingt doch solide. Ja, alles klar. Gut, nichts Besonderes bekommen jetzt, keine Legendary sonst oder sonstiges dabei. Insofern würde ich sagen, war es das für heute. Man sieht sich wieder morgen.